So, hallo. Hallo. Das werden Sie im Leben nur einmal erleben, dass eine Fliege hier durch Elmau geführt wird. Ja, das ist und kriegt spannend. Jetzt Kuchen. Frische Kuchen. Ja, so wie wir auch. Ja. Mhm. Sie freut sich so. Sie isst dann aber kein ganzes Stück. Also nein, nein, so ein nein, Krümelchen. Nein. Ein Fliegenstück. Ein Fliegenstück. Ein Fliegenstück für die Fliege, ja. Sie heißt ja, übrigens nett. Auch Erika Fliege. Erika? Ja. Und wie lange lebst du eine Fliege? Ungefähr 24 Tage, 25 Tage. Und sie hat dann auch immer eine andere, also sie wechseln die Fliegen dann? Ich habe sie seit Sonnabend und sie ist Putzmutter und ich weiß nicht, wie lange sie leben wird. Aber, ja, aber sie fangen die einfach irgendwo ein oder haben sie da eine bestimmte... Wir haben einen Wettbewerb gehabt in Deppendorf, das ist in der Nähe von Bielefeld, ein ja, Dorf. Ja. Und da sind 900 Fliegen gefangen worden, mhm. eingefangen worden, nicht getötet worden, eingefangen worden. Und dann ist... Ja, und dann ist ein Wettbewerb eben, dann diejenigen, die eine Fliege abgegeben haben, die durften dann einem Wettbewerb teilnehmen und ich habe das Losglück gezogen, bin Sieger geworden und 3 Tage mit meiner Freundin hier in Elmau. Ah, ja, Wahnsinn, ey. Das habe ich alles dieser Fliege zu verdanken, ja. Ey. Also in Zukunft keine Fliegen mehr töten, nein. Sondern retten und wieder weglassen. Ja, schön, dann wünsche ich noch einen schönen Aufenthalt hier ja. Auf Schloss Elmau. Okay, danke, ne? Und auch für die Fliege alles gut. Ja, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss, Wiedersehen.